Was ich so besonders finde, ist, dass es zwei Menschen gibt, die sich gefunden haben, den Rest des Lebens miteinander verbringen zu wollen. Und dass es trotz allen Makeln und Kanten, die der andere vielleicht hat, trotzdem genügend Eigenschaften gibt, die den anderen so liebenswert machen. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, weil jede davon so individuell ist. Und es immer wieder toll ist, festzustellen, wie Menschen zueinander finden. Die gehen oft nicht nur durch gute Zeiten, aber auch das macht eine Beziehung und eine Ehe ja aus, auch mal durch die nicht so guten Zeiten zu gehen. Und ich habe einfach Bock, diese ganzen Sachen zu erzählen, die letztendlich dazu führen, dass die beiden, die da vorne sitzen, ja zueinander sagen. Es ist ganz oft so, dass Paare, die bei mir sitzen, noch gar keine freie Trauung erlebt haben und nur wissen, dass sie eine wollen. Und dann machen wir erstmal aus, was kann das überhaupt sein, was stellen Sie sich genau vor. Und der Vorteil von einer freien Trauung ist definitiv, dass man alles das machen kann, was legal ist, so irgendwie. Man kann total individuell gestalten, wie der Einzug der Braut sein soll, welche Inhalte erzählt werden sollen, ob Gäste mit eingebunden werden, ob welche Musik gespielt wird. Und man hat keine anderen Einflussfaktoren. Man braucht auch keine Angst davor zu haben, dass das dann nicht emotional wird, weil man diesen Gang zum Altar klassischerweise nicht hat, sondern in dem Moment, wo die Musik losgeht und der Bräutigam vorne den Tränen nahe ist, dann ist das genauso emotional. Ich glaube, was mich unterscheidet, ist, dass meine Trauungen immer auf die Fresse sind, um das so zu formulieren. Ganz normaler Samstag. Marvin war noch am Zocken und Sabrina zu Hause beschäftigt. Und dann sagt Marvin: Pass auf, Schnitte, pack dir was Warmes ein. Wir fahren nach dem Abendessen nochmal los. Meine Trauungen sind so anders, weil da ganz klar erzählt wird, warum die beiden da sitzen, wie die zueinander gefunden haben, was die miteinander schon erlebt haben. Marvin, sei Sabrinas sichere Prognose in schwierigen Zeiten. Sabrina, sei Marvins Prinzip Hoffnung, wenn der Weg mal aussichtlos scheint. Gefunden habt ihr euch schon, aber hört nie wieder auf, aufeinander zuzugehen und euch zu lieben. Das schönste Feedback und gleichzeitig ein bisschen traurig war eine Großmutter, die ihren Mann leider schon vor langer Zeit verloren hat und dann zu mir gekommen ist und gesagt hat: Wenn sie noch mal ihren Mann heiraten würde, wenn er noch da wäre, dann würde sie mich fragen, ob ich die beiden trauen könnte.